So lange dauert das jetzt auch nicht mehr. Wir haben jetzt gerade schon so eine Mann. Du, Rakete, rechts. Ja, gut. Du ist rechts. Gut. Kranrakete rechts. Oh, die kommt schon, die hebt schon ab. Unglaublich. Ich sehe euch. Ich warte noch, bis der letzte von euch startet. Graf Solo. Kannst ja auch querfeld ein, die ist ja nicht so anspruchsvoll, was die Gleich am Daten besten betrifft. Luftschraube auf 70 gleich runter oder 75%, Jungs. Ja, auf jeden Fall, oder? Über Ja, danke, Lisa. oder? Ja, ich gehe nochmal runter, hab den Wasserkühler vergessen. Habt du es auch Ich geschmissen? hab's Seid ihr noch alle gesagt. verrückt? Hast du es noch ge- Saab, du hast deine Oh. Bomben geschmissen. Wer ich? Ja. Wie? Nö, Kran war das. Ich Da hab ne, vorne nein, der. nein. Nee, meine hängen noch dran bei mir. Ich bin auch, Da ich sind hab den gerade Knopf welche extra von dir zugemacht. runtergefallen von der Führungsmaschine. Gar kein Grafikfehler, oder? Ich hoffe doch nicht. Kommen in den Gunner, ob die wirklich noch hängen oder beziehungsweise Naja, sicher die sind hängen nicht noch. auf Ich habe dich. gerade geguckt. Okay, ja, können die So. 50er gewesen sein, war jetzt nicht komisch. Müssen wir noch auf Kran warten, oder? Ja. Jo. Ihr Was war seid. passiert, Kran? Ja, Ihr wahrscheinlich den seid. Kühler vergessen, oder? Ihr seid schon in der Luft. Ja, Kühler hat er Viktor gesagt. Kühler vergessen. Ja, wir sind in der Luft. Dreht ihr über den Platz oder was macht ihr? Platzrunde über Lisa. Du kannst theoretisch Querfeld einstarten. Kühler auf, Luftschraube auf 75% und drück. Wer ist jetzt die Führungsmaschine? Noch Graf hier vorne jetzt in der Okay, Lisa. und du bist da hinten, oder? Der hintere, ja. Okay, dann komme ich hinter dir herein, Sehe Dewey. dich, ja, ihr seid ja zu zweit einmal. Genau, bei mir hinter. Ah, ich sehe euch. Okay, drück an. Wenn du jetzt Gas gibst, dann kommst du direkt hinter uns ran. Dann gehst du gleich in eine Lisa. Denk da nicht Also weit hin. Schub ist 20, Luftschraube 70%. Was habt ihr immer mit diesen 70%? Das hat doch gar nicht jeder. Die Ja, Anzeige. es ist aber Ich sehr sag's nur. praktisch. Das kann man ja alles einstellen. Ja, dann ich sag mal entweder Prop-Pitch, was hier schwer ist, oder halt Umdrehungen einfach. Jo, 0,8 bei 19.000. Mittag. 19. Komm jetzt 19. ordentlich auch schnell ran übrigens, Grafgrad. Ist jetzt Ja, ich unten auf bin ja die auch 5 Uhr. ordentlich langsam. Kran, wie sieht's Okay. aus? Wie viel müsstet ihr sein? 4, oder? Eigentlich 0,8 5, oder? Atta, richtig? Ja. 1,0 Atta jetzt. Grün. Ich Okay, zähle da drei sind ja Maschinen. Kämpfe vor mir. Zähle 4, ja. Na gut, ich komme jetzt ran. Und eine fünfte hinter uns, ja. Ja, das bin ich. Grün, Graf grün. nochmal. Grün, grün, okay. Das hat sich erübrigt. Leicht überrollt. Obwohl, nee. Wir halten den Kurs mal. Sehr weit westlich, gell? Hier runtergezogen. Sorry, ganz kurz hier Die der hat auch eine Modus verklickt. 10 Grad Abweichung. Also, wenn sie 300 oder wie in dem Fall 290 anzeigt, fliegt man in Wahrheit 280. Ich glaube, von hier so Kurs 320 oder was sollte uns ganz gut hinbringen, oder? Vielleicht sogar noch mehr, gell? Wenn man die 10 Grad Abweichung noch dazu nimmt. Wir müssen ja auch gar nicht so hoch, die eiern ja eh alle so tief darum, ne? Ist diese Abweichung absichtlich oder ist das ein Bug? Nee, das ist wo? Hat wer das Historisch. Komms hast du doch erklärt, oder?
Oder wer war das letztens? Ja. Was die Abweichung gekostet? Ja. Ja, das war 1940 so. Der magnetische Nordpol weicht immer ab vom geografischen Nordpol. Minus 8 Grad oder so, was ist das? Okay, cool. Und 1940 waren es 10 Grad Differenz, deswegen haben sie es im Spiel genauso simuliert. Also muss man 10 Grad nach links? Oder? Und warum hat man das Ganze nicht gleich geeicht? Oder war das dann wahrscheinlich vom Theater, wo man fliegt, abhängig? Also wo genau in der Weltgeschichte man herumfliegt? Es ist halt das Magnetfeld, das dann dementsprechend Abweichung hatte. Und ich weiß nicht, wie du dann Magnet... Ja, okay, da kannst du dann den Kranz irgendwie anders anbringen, ja. Das sollte noch so auf jeder Archäolo-Fahrtkarte, als da eine magnetische Abweichung draufstehen. Also ich zähle 4 Bomber. Da ist ja Falkenberg auch sehr. Ja, ich bin ein bisschen weiter ab. Ja, wir sind 5 Stück. Okay, dann gehe ich mit der Drehzahl nochmal runter. Ich bin jetzt auf gelb. Oh, 1-0. Ah ja, ganz hinten sehe ich noch einen kommen, weit ab. 1-0, Umdrehung auf grün. Oh, großer Swimmingpool. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Mach nicht dauerhaft, gerade bei den Umdrehungen nicht auf gelb dauerhaft Kran, das hält dir nicht lang aus. So 1-1-5 Atter und dann halt vielleicht maximal 23 100 Umdrehungen, lieber 22. Trimm die Maschine schön, kannst die Kühler ruhig 50% schließen. Dann sollte das schon klappen. Wobei klar, 0-1 Atta ist jetzt auch nicht so die Welt, um ranzukommen. Du meinst 1-0, nicht 0-1. Nee, ich meine halt 0-1 Unterschied sozusagen. Also er wird ja damit knapp über 1-1 fliegen und wir fliegen damit. Ja, er kann auch 1-2 fliegen, es kann die auch ab, das ist kein Problem. Hauptsache die Drehzahl geht nicht in gelb. Ja. Ich fliege zum Beispiel jetzt gerade 1-2, um heranzukommen mit Drehzahl am grünen Bereich. Victor. Bombenhöhe und so machen wir später, ne? Jo. Also wer das Lot für nicht bedienen kann, der schmeißt einfach ab, wenn er sieht, dass die Bomben fallen. Ja, aber die Höhe muss ich doch zumindest einstellen. Oder? Nee, brauchst du auch nicht. Solange du Salve eingestellt hast, ist alles kein Problem. Dann drückst du einmal auf den Bombenabwurfknopf und dann purzeln die alle raus. Und die Bomben aktiviert und den Schacht offen hast. Was für eine Entfernung, also beziehungsweise Verzögerung habt ihr in Metern? Ich habe jetzt 5 Meter eingestellt. Ja, die zieht es wahrscheinlich eh ordentlich auseinander, oder? Ja, so. Auf jeden die Frage Fall. Ist sowieso, ob das bei Salvenabwurf überhaupt einen Unterschied macht. Was fliegt ihr gerade für eine Leistung? Ich bin hier gerade nämlich gefährlich nah dran. 1-0 und warte. Meine Maus war weg. 22 Umdrehung. Danke. Ich setze mich rechts von Dewey hin. Bin jetzt in seiner 5 Uhr. Wer führt? Schaut mal bitte auf eure 2 Uhr tief am Boden. Müsste ein Bodenkontakt sein. Könnt ihr das verifizieren? 2:30 vielleicht von euch aus gesehen. Ich sehe nichts. Also ich sehe nur ein Flugfeld. Ja, da ist ein Punkt. Bewegt sich aber nicht. Wir sind immer noch sehr auf Westkurs, Graf. Ja, wollt ihr nicht erstmal hoch? Also, oder bewegt wollt ihr da 2,5 rüber? Das ist weit genug, um da auf 6000 zu steigen. Okay, dann gehen wir über Rolf Nord. Wie hoch wollt ihr? Das Wie ist hoch? Kein Bodenziel, ja. Das ist ein Kontakt tief auf Deck, kommt von eurer 3 Uhr ungefähr. Keine Ahnung, jetzt. Wir können doch nichts machen, Skylon. Ich sag's euch doch nur. Qualmt.
und dreht ab. Aus welcher Höhe werfen wir denn, Graf? Kein Plan, weiß ja nicht wann. Also ich hatte 4 geplant, aber du hast meinen Plan durcheinander gebracht. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt 4? Oder 40 besser gesagt? Was gibt's denn da einen Plan, um das kaputt zu machen? Wie gesagt, ich wollte erstmal steigen. Wir können doch auf 60 hoch, wir haben doch noch Zeit. Also das ist doch, weiß ich, noch ewig weit weg noch. Kontakt auf 11 Uhr gleiche Höhe. Das ist das Flugfeld. Das kann vielleicht Skyline sein. Nee, das ist der Kontakt. Ah, jetzt sehe ich es ja ziemlich weit entfernt, oder? Zweimotorig und geheimt. Ja, ja. Was ist das für ein Flugplatz? Ist das dieses Brias oder ist das schon Tramkur? Aber der Beton könnte Tramkur sein, gell? Auf unserer 11. Ja. Hat Tramkur 3 so eine Bahn? Echt? Ja, Tramkur ist fett. Ja, Tramkur ist ziemlich fett, ja. Ja, dann lege ich jetzt leicht... Ja doch, Kurs müsste so erstmal stimmen. So bleiben wir mal. Gucken wir mal, wie wir rauskommen. Kommen alle anderen dran auch? Ja, ich bin fast dran. 1-0 bei 22. Okay, weil ich habe jetzt wieder etwas... Distanz gemacht. Hier ist übrigens ein bisschen gefährliches Gebiet, weil manchmal kommen hier die Spitfires hin, um halt die armen Bomber zu starten. Kontakt tief, 10 Uhr. Ja, das ist ein Bomber. Auf uns zu. Das ist ein Bomber. Dreht über Lisa weg. Ja, Victor. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Also ich hoffe, ich werde das Video der Schande heute noch hochladen können. Das Video der Schande. Die hinteren beiden könnten sich ja quasi hinter die anderen beiden setzen, so dass man quasi wie so eine Art eine vorne und jeweils 2 versetzt dahinter. Ja. Sag mal, Graf, ich sehe bei dir gar keine Außenladung, fällt mir gerade auf. Ich glaube, du hast sie wirklich abgeschmissen, die Bomben. Muss ein Bug sein, bei mir hängen sie. Okay, siehst du nicht nur die Gondeln, die Motorgondeln? Nein, ich habe hier Bomben hängen, Louis. Okay. Das wäre aber ein neuer Bug sozusagen. Wir haben einen Bug entdeckt. Ich hab grad. Ah, okay, alles klar. Karaya, bist du links oder rechts? Ich bin, glaube ich, direkt als einziger hinter den Führungsmaschinen. Ja, das kommt, weil du mich nicht siehst, glaube ich, oder? Jetzt sehe ich dich von meiner neuen Uhr. Ich bin rechts neben dir. Kommst du auch noch dabei, gell? Weil der ist links von uns. Ah, dann bist du der hinter mir auf meiner 7 Uhr. Okay. Wirklich nur orientieren. Flieh und nicht kein Links. Scheiß Knubbel. Okay. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich mich zufälligerweise vielleicht auch unbewusst oder bewusst auf der Rollposition eingeordnet. Kontakt 12 Uhr tief. Dreht nach links raus. Weiter entfernt. Selbe Höhe.
korrigiere leicht über Rolf. Ah, jetzt sehe ich den Kontakt. Ich sehe hier aus dem Cockpit so schlecht heraus. Kommt schnell näher. Ja, Victor. Hallo, 30 ich, glaub, ich geht durch. Nö, der geht auch nach Westen weg. Der wird immer schwächer. Seid ihr alle dran? Victor. Jo. Grün, grün. Sind alle dran. Also wenn ich richtig gucke, ist weiterer das hier unter Kontakt uns 10, halb 11, ungefähr gleiche Höhe. Jawohl, Victor. Da vorne ist Arderes und direkt dahinter liegt Kalemark. Also müssen wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen über Rolf korrigieren. Ja, wir müssen über Rolf korrigieren nochmal. Okay, Lader rein. Oh, wo ist der? Ja, da gibt es, glaube ich, kein Ding, das musst du belegen. Kannst du aber auch erstmal so mit weiterfliegen, es klappt auch, musst mehr Gas geben, dann hilft ja nichts. Na jetzt. Noch immer grün-grün. Grün-grün. Okay, ich glaube, ich habe Kalemark vor mir jetzt. Ist das Kalemark? Das ist höchstwahrscheinlich Kalemark. Obwohl. Kalemark ist ja direkt an Calais dran. Ich glaube, das müsste direkt. Nee, das ist der. Ja, doch, das ist euer Plage, ne? Auf 12 Uhr, guck mal durchs Revi. Ich sehe da gerade nichts, weil die Nase oben ist. Aber der mit der Betonpiste halt, weiß so, wo euer Plage ist. Also der, auf den wir jetzt, glaube ich, zuhören, Kontakt ist 12 Kalemark. Uhr, weit entfernt. Euer Plage müsste das Wetter nichts davon sein. Korrigiere über Rolf. Ja, da ist er im Bild. Fliegt mit ein bisschen mehr Power, der ganz links fliegt. Ich hab den Namen nicht drin. Kommt. Gib mal ruhig ein 1-3 oder was? 1-3? Ne, auf keinen 1-2. Fall. 1-2. Hab ein bisschen zu hart gedreht. Wir sollten langsam in den Bombenabwurfmodus übergehen. Jo, machen wir gleich. Modus 22 geht rein. Victor, ich bin auf der rechten Seite und werfe ihn auf. Welchen Kurs hast du eingestellt? Oh, Nord, ja. Drehzahl beachten. Victor. Salve auswählen, Bomben scharf. Klappen auf, nicht vergessen. Bomben her. Hm, schön im Ziel. Ihr seid jetzt aber sehr weit zerstreut, gell, um gleichzeitig abwerfen zu können. Ja. Ja, wie schnell fliegen wir? 300, 400, Da steht sogar einer drauf.
Naja, bis wir da sind. Tankt wieder recht häufig, oder? Machen wir keine Macht Angst. Euch bereit, es geht gleich los. 10 Sekunden. Ich sehe da noch nicht, was ich irgendwas bombardieren kann. Einfach aufs Feld werfen, auf die Starter, wo auch immer. Einfach aufs ganze Flugfeld. Da rollt einer zum Start. Ja, Victor sieht's, ja. Okay, es wird heiß. Bei mir kommen die Bomben. Bomben gehen bei mir raus, rechts. Jetzt wahrscheinlich auch bei mir, ja. Oh, der liegt bestimmt. Oh nein, er startet bestimmt schon direkt. Scheiße. Ja, der macht Rakete. Wenn ihr den Heckgunner geht und schön nach unten reinzoomt, dann könnt ihr sehen, wie es aufschlägt. Oh, der macht Rakete, mal schauen, ob er den noch entkommt, aber wird er leider. Fade. Da schlagen sie einen schön. Oder? Nee, was war das? Nee, war kann das mal einer mal gucken, ob bei mir die ganzen Bomben raus sind? Da? Oh, jetzt schlagen die ersten ein. Ich bin ganz hinten, der letzte. Oh, das dürfte meine gewesen sein. Zumindest schlagen sie da ein, wo ich hingeschmissen habe. Ich sehe bis jetzt nur eine Explosion von der Reihe. Oder nee, es sind zwei. Meine waren auch dabei. Ja, Victor, zeitgleich explodiert. Also ich hoffe, meine da treffen. Da noch was ein. Schön, ein bisschen südlich, aber ja, fast alle getroffen. Sehr gut. Das dritte konnte ich, oder das vierte konnte ich nicht mehr sehen, aber vielleicht auch schon zu weit entfernt wieder. Ja, wie auch immer, hat nicht gelangt. Hätten wir mal zusammen abgeworfen. Hätten. Prozente angezeigt auf dem Platz. Ich denke eher, wenn du noch kommst. Nee, da kommt doch nur eine Richtung Nachricht, wenn es fertig ist. Naja. Nee, normal kriegst du doch die Prozente angezeigt. Nee, leider nicht auf allen Karten. Nicht bei diesen 100-Kilo-Dingern. Überlieser. Da hätte ich gesagt, hättet auf die Hangar gehen müssen. Nee, einfach ungefähr 10.000 Kilo drauf. Alle, was erstmal ist deine Kurs aktuelle Hallo? French Point, die gleiche wie du, jetzt ein bisschen höher, 37. Bin ich vor dir dann? Ich sehe dich nämlich nicht. Ja, du bist vor mir, ja. Victor, dann lass ich mal vorbeiziehen. Gehst du über Lisa dann vorbei oder wo? Schon über Lisa gegangen, Kurs French Point Victor, erstmal für dich, alle Victor, als Richtwert. Ich bin gar nicht sicher, ob meine überhaupt explodiert sind. Welchen Zünder habt ihr denn reingeschmissen? Hier ist es ganz egal, welchen du nimmst aus der Höhe. Da kannst du nichts falsch machen, sozusagen. Okay, weil ich habe noch den Tiefflug drin gehabt. Ja, das Zünder, der geht immer hoch. Da machst du es nie verkehrt. Okay. Ich hab keine Klappen waren offen, also... Musst du mal die Bombenschächte durchschalten, oder? Standardmäßig ist, glaube ich, alle aktiviert. Ja. Bei der Salve kannst du gar nicht all herumschalten. Ah, aber ist ja, so alles immer aufgeworfen. Dann habe ich alles richtig gemacht, glaube ich. Oh, deswegen sind meine so spät eingeschlagen. Weißt du warum? Weil ich vergessen hatte, die Klappen aufzumachen. Die hat er dann erst aufgemacht, als es dann über dem Ziel war. Deswegen waren die so spät. Ja, bei mir glaube ich auch. Habe ich auch verpennt, manuell zu öffnen. Nicht dran gedacht. Ach, schade. Okay, wenn wir alle dran sind, seht ihr mich alle, ja? Stimmt, dann gehen wir jetzt mal Kurs Süd. Über Lisa. Mektar. Hast du über Lotfee abgeworfen, Karaya, oder? Ja, über Lotfee. Okay. Hat's geklappt so vom Fahren? Ja. Warst du drauf? Ich glaube, der einzige Fehler, den ich begangen habe, war, dass ich eben die Bombenklappen nicht manuell vorher geöffnet habe. Ja. Na klar, dann habt ihr dann weit drüber, das dauert so, oh Gott, 6 Sekunden oder sowas, glaube ich. Bis die
komplett offen sind. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass er relativ spät erst wirft, also das Visier schaut dann fast schon senkrecht runter. Habt ihr 50er auch dabei gehabt? Ja, ja. Wir haben gestern festgestellt, dass die 50er eher einschlagen wie die dicken. Ja, war auch so. Also man kann eher lieber 2 Sekunden eher abwerfen. Dann gehen vielleicht ein paar 50er daneben, aber die dicken treffen voll. Ja, aber woran sieht man, ob die Automatik bald dabei ist, abzuwerfen? Im Lotfe siehst du es gar nicht. Doch, irgendwo gibt es, glaube ich, eine Markierung, oder manche können das in dem Moment genau sagen, wenn die rausgehen. Ich habe es aber auch noch nicht gecheckt. Du siehst links so Zeiern, die kennen doch Bruno. Ah ja. Und ja, genau, aber da weiß ich auch noch ein Pfeil dann. Ich nehme an, wenn die da zusammen sind, dann gehen die raus. Wir müssen nochmal Meteor sein, Höhenbombardement-Tutorial nochmal. Naja, das muss, glaube ich, bei einem bestimmten Winkel dann wahrscheinlich sein. Der ich bekomme 6 von Geschwindigkeit und Höhe. Wer kriegt eine 6? Skyline? Ja. Wo bist du denn? Weiter hinter uns. Oder? Hinter euch, ja. Alter, beschäftige dich mal und opfer dich für das Reich. Klammern für uns. Nur für alle, nur für den Dui nicht heute mehr. Kannst du gar nicht. Entweder für alle oder für keinen. Ne, es war nur 109, ist okay. Sind deine Leistungsdaten, Graf? Grün, grün. Ja, das müssen wir nochmal üben, das schön abwerfen. Ich halte es immer noch für klüger, wenn die Formation eng gehalten wird und die Führungsmaschine, so wie es damals dann war, wir jetzt die Führungs- alle we- du, dann nein, hätten wir jetzt nein, alle nein. weggeworfen. Was? Du hast es doch nicht hinbekommen, glaube ich. Ich hab's hinbekommen. Oh ja. Naja, auf jeden Fall halte ich es nach wie vor, es wäre klüger, wie nach historischem Vorbild. Es gibt eine Führungsmaschine, die sagt an, wann geschmissen wird, alle anderen schmeißen mit der. Halte ich für besser. Oder es gibt einen, der ist halt der übelste Crack und hat übelst Bock auf Lotfe und der macht das dann halt den ganzen Tag und alle anderen schmeißen halt auf sein Kommando. Das hat man doch letztlich anders gemacht. Die Lotfe konnten, wollten, haben es gemacht, die nicht, die nicht. Zum Beispiel ja, wir waren kein nicht Unterschied. So die Leute, die Klappen zu hatten, die hätten sie in beiden Fällen zu gehabt, sozusagen. Hat doch keinen Vorteil. Der einzige Vorteil, den ich sehe, dass ich manchmal Launcher-Crash habe, wenn ich ins Lotfe gehe. Aber sonst ist doch, lasse doch üben vor allem, ist doch besser. Ja. Ich meine jetzt, wenn das mal irgendwie so eine ernstere Sache wird, weißt du, auf dem jetzt wie bei einem, hier so einem Event oder so, ja. Da halte ich das dann schon für klüger, wenn dann alle einfach nur gucken, dass sie eng zusammenbleiben, weil dass man halt dann auch diese Trefferwirkung im Ziel hat, ne? Der eine, der halt sagt, da und da schmeißen wir hin und alle anderen gucken halt, dass sie eng bei ihm bleiben. Wenn er schmeißt, dann hast du halt auch wirklich, weißt du, dann schmeißt nicht einer an das Ende vom Flugfeld und der andere ans nächste. Naja, klar, aber du wirst halt ungenauer natürlich und ich sag mal, das geht, beim Flugfeld geht es noch gerade, wenn das jetzt irgendwelche Gebäude sind, weißt du, dann wird es natürlich noch ungenauer, da kann man ja schon froh sein, wenn man selber im Lotfäden trifft. Also, ich sag mal so, sollte lieber jeder üben Lotfee-Abwurf sozusagen in ruhigen Momenten, bei kleiner Kampagne oder so, dann kann es auch mal nötig werden natürlich. Ja, es kann nicht schaden, dass jeder das Lotfee beherrscht. Vor allem ist es ja auch nicht so kompliziert, also was muss man denn schon groß machen? Die paar Tasten natürlich kennen und dann halt klar die Geschwindigkeit anpassen und die Höhe. Weil der Gruppenführer ja auch immer abgeschossen werden kann. Das ist der andere Nachteil, ja. Ich meine, in Realität waren ja dann die, ich denke mal, die anderen Bomber, die werden ja die Bordschützen des Lotfi auch ständig im Auge gehabt haben, oder? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und das fehlt hier natürlich dann. Ja, dann würde halt ja natürlich wieder eine Hierarchie greifen. Dann wird halt der nächsthöhere im Verband, der es kann, halt das dann machen und die Führung übernehmen, ne? Ja klar, aber dann kann es natürlich zu spät sein, weil es, wenn es so ein paar Kilometer vom Abwurf oder so ist. Ja.
Aber sagen wir es mal so, vom Aussehen her sind jetzt noch so viel. Recht, es gibt nichts Geileres als diesen Massenabwurf. Als ja, ich bin etwas gesehen hinten. Das hat schon Eindruck gemacht. Ziemlich schnell ja. davon. Ich weiß nicht, ich fliege zwar auf 1-2. Ich fliege 1-2 und drehe zwar im grünen Bereich, aber ich komme nur sehr, sehr schleppend an euch. Du musst dann mit der Drehzahl Richtung Gelb gehen, weil du brauchst die höhere Drehzahl auch, um schneller zu sein. Oder nicht? Irre ich? Nee. Normal nicht. Drehzahl kannst du im Grüne bleiben, gibt es einfach mehr. Du musst mehr Power darunter, weißt du? Dann schiebst du mehr an. Kühler kann ja übrigens auch problemlos 70% schließen hier in dem Levelflug, theoretisch sogar 85% schließen. Also ich weiß nicht, ich bringe vielleicht auch noch ein paar km/h. Ja, ich und natürlich darauf achten, dass sie schön ausgetrimmt ist, das ist ganz wichtig. Ja, ausgetrimmt ist sie perfekt. Okay. Ja, dann kommst du schon ran, dann wirst halt weiß mit deinen 10 km/h, das auf die Entfernung, da naja, dauert das ja ewig. Also, wir haben auf 11 Uhr unterhalb einen wunderschönen, dicken Flugplatz. Aber keine Betonpiste. Wünschst du dir Beton, Dewey? Nein, wir können auch nicht. Beton ist geradeaus, wenn ich mich nicht irre. Nee, on back. Nee, Bildschleier. Ja, so wie wir fliegen, müssten wir ja auf Tramkur wieder kommen, gell? Wobei das vielleicht noch ein Stück wahrscheinlich im Süden ist. Ah, nee, hier ist auch das ist Tramkur. Ich korrigiere es. Beton, sehr schön. Okay, dann Nase runter. Ich würde sagen, wir landen von Süd nach Nord. Atta 07. Vier Bomber seid ihr? 5, wenn es gut läuft. Dann sehe ich euch gerade. Wirklich? Schön. Stützen, oder wir fallen jetzt gerade. Hallo, Victor. Das sind denn 3 Pfeile, oh. Sind auf jeden Fall eingeschlagen. Das war knapp, sorry. Da haben wir so 6000. Oh, da, die 88er mir vorbei. Gell, warst du das? Ja, yeah, das war ich. Und ich habe dich kurz nicht gesehen und war dann direkt unter dir, so einen Meter unter dir lang gezogen. Und dachte, ich habe dich erst gesehen, als du vorbei warst. Oh, da ist der Karaja, aber den habe ich doch nicht vorbeilassen. Oh Mann. Ja, du, ich weiß nicht, was du machst, aber 07 war das nicht. Ich bin runter mit dem Atta, ehrlich gesagt, im Sinkflug. Das ist nicht schnell genug für mich. Wir wollen hier gleich, dauert noch ein bisschen, ne? Auf was wollen wir runter? Auf 500 oder so? Jo. Und mir verfolgen hier gerade mal 2 Spitz. Ist einer von uns schon gelandet? Nee, aber negativ. Auf dem besten Weg. Okay, ich nehme die West-Ost-Piste gerade. Ich gehe von Süd nach Nord, das ist nämlich wirklich die längste auch, wie es aussieht. Ja, die Süd-Nord wollte ich auch. Na, ja, auf den Süd-Nord gehe ich auch. Probier das mal mit den Sturzflugbremsen, Karaya. Ich bin eher ein Freund von schnellen Landungen. So. Ab wann kann ich hier das Fahrwerk rausfahren? Unter 300. Aufpassen, Krani, gibt es keine Neutralstellung über der 109, also nur einmal tippen, dann kommt das schon raus. Kommt ihr da gerade rein, da hinten? Karaya ist kurz vorm Aufsetzen. Es sind viele Kontakte übrigens über dem Flugfeld. Ist also richtig was los. Bomber ja. Sein, ne? Ja. Okay, Klappen draußen, Fahrwerk draußen. So, okay, ist denn da die Bogen. Maschine, die Süd, die jetzt eben von Süd nach Nord gleich landen wird? Das ist Graf.
Grabler kommt jetzt gleich, ich sag mal so. Ich lande jetzt, ich setz sofort auf. Okay, Victor, dann komm ich hier und nehme mir die linke Seite der Landebahn. Victor? Oh nein, oh. Was? Ich hab's Drecksfahrwerk vergessen und lieg natürlich mittendrin. Ich nehme Alter. Das rechte. Mit. Ja, das ist eine nicht reingekracht. Wow, wow, wow. Oh, ich hab nur einmal Seite drauf Fahrbahn. Gedrückt. Vorsicht, die linke ist blockiert. Ja, da brennt's ganz doll, ihr seht das ich schon. Ich sag noch extra, dass die keine Neutralstellung hat. Das wird's doch gewesen sein, oder? Ja, ja. Naja. Fuck. Zweimal drauf U88 gedrückt. Sie kommt auf euch zu. Nicht, dass die da reincrasht. Das hat aber gepasst. Ich konnte nicht mehr drüber ziehen. Ah, mein Fehler, sorry. Nee, nix. Kein Problem. Ich gehe über Lisa raus. Oh, wer auf ihn. Die zweite, die da gerade so ditcht, die knallt gleich. Ja, da Glück gehabt. Oh, das ist alles sehr, sehr knäppig. Ja. Vorsicht, da sind noch eine Heinkel ist und eine ist auf der Lisa-Position, die rollt da. Vorsicht. Oh, die steigt. Durch, lieber nach Hallo, rechts rausgehen, wenn ihr noch drauf seid auf der Bahn. Schönes Schauspiel von hier oben. Motor und Sinn aus! Ah nein, das gibt's doch nicht! Na, stell dich wieder hin. Ja, Gott sei Dank. Gut, jetzt die Nase gelegt, oder was? Ja, sicher, oben steht sicher gelandet, Kran. Sehr gut. Ja, mein erster Junkerflug und sicher gelandet, Bombe abgeworfen, Mann. Besser geht's nicht. Na, Horido. So, das ist schon mal eine Leistung. Okay. So. Es war wieder ein Fest. Oh ja.